So, schon geht's weiter. Da sind wir wieder. So. Wer wüsste, wie sowas geht? Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut. Mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Ich hätte es gar nicht mehr so in Erinnerung, dass es so brutal ist. Okay. Von Ratten fernhalten. Moment, Notiz an mich. Von Ratten fernhalten. Okay. Kleine Notiz für mich gemacht. So, alter Schwede. Die hatten aber ordentlich Kohldampf, die Ratten. Killerratten. So, willkommen zu Let's Play Live schon alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Lecker, hat jemand Hunger? Hm. Hunger auf Marmeladen, so. Ich glaube, die kommen anschließend zu uns. Ich, La 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 la. Ist ja drüben. Ich darf nur nichts verpassen, das ist das Schlimme dabei. Ah, okay, hier liegt aber, glaube ich, nichts. Zombie-Ratten. Die Ratten sind aber süß. Verdammt. Wie ist denn so die Stream-Qualität? Ich wollte ihn mal fragen. Aber soweit ganz okay, ne? Wenn ich das fast so sehe. Ist okay. Kann man mit leben. So. No Trespassing. Okay. Warum erinnert mich das unheimlich an Zombie oder an irgendwie so ein Zombie-Game? Ich weiß nicht warum. Oh. Oh. Gibt es da einen passenden Zettel zu? Ah, guck mal hier. Läuft gerade im Kino. Zombie ran. Achso. Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchen, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht und wir können nichts mehr tun, als zu warten. Wir sind sehr krank und es gibt keinen Ort mehr, an dem wir von der Stadtwache sicher wären. Sie brechen in Häuser überall in unserem Bezirk ein, um sie zu durchsuchen. Also werden wir hier bleiben und unsere letzten Stunde miteinander verbringen. Unser Feuer wird die Ratten fernhalten, aber sie werden am Ende die Stadt erben. Damien. Moin, Symbolli, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. So. Und auch liebe Grüße an die Frau. Hallo. Oh, ich glaube, der hängt gerade hier voll ab. Gibt es hier unten irgendwas zu sammeln? Ich schau mal eben. Okay, hier unten ist nichts. Es hätte ja sein können, dass da unten was liegt. Ruhe in Frieden, mein Freund. So. Ich spring. Das wollte ich gar nicht. Dann kann ich mal hier rüber springen. Versteckte Ausrüstung sehe ich gerade. Oh. Okay, Essen brauchen wir eigentlich nichts. Aber wir haben eigentlich volle Energie. Von so an hat sich das schon erledigt. So. Sollten die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Toll. Ja, werden die Leichen einfach hier unten entseucht.
Ich glaube, wir sollten schleunigst auf die mittlere Plattform und dann versuchen, mal die Ratten irgendwie wegzulocken von dem Drehrädchen. Weil ich glaube, sonst nagen die an uns. So. Hier, meine Ratten. Esst, 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 was das Zeug hält. Warte mal. Hier, meine Ratten. Esst, was das Zeug hält. Ciao. Hallo, Klankasmann. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das war knapp. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Cobble, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ich war das nicht, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Hinweise auf seinen Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu melden. Was kleine Augen, drückst du. Was? Okay. Ich war das nicht. Was, die Ratten wollen nur spielen, natürlich. Ja, ich werde bestimmt nicht so eine Ratte essen, wenn hier eine Seuche ausgebrochen ist. Rattenspieß. Lecker. Rattenspieß, Rattenspieß, Rattenspieß. Ich freue mich schon voll auf 22 Uhr, ich auch. Wir werden es ja heute versuchen durchzuspielen. Rattenspieß, 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 Spieß. Aha. Da ist ein Stolperdraht. Rattenspieß, Rattenspieß. Oh, ist das mal richtig fies. Rattenspieß, Rattenspieß. Oh, ist das mal richtig fies. So. So, nehmen wir alles mit, was wir brauchen. Einen Apfel, nee, brauchen wir nicht. Da ist auf jeden Fall ein Stolperdraht. Hier auch. Und da hinten sieht aus wie so ein... Okay. Ratte alle Dente. Ratte alle Dente. Ah ja, okay. Verstehe. Kann ich die Flasche aufnehmen? Ah, okay, wunderbar. Eher ein Hüftdraht in der Hose. Was? In der Höhe. Was? In dieser Höhe. Hüftdraht in der Höhe. Ja, Hüfte könnte hinkommen. Ja, das könnte hinkommen von der Hüfte, ja. Ich werde mal versuchen, die... So, warte. So hätte ich auch werfen können, Corvo. Du bist ja ein ganz toller Held. Weißt du, ist doch niemals in der Lage, da eine Flasche hinzuwerfen, ist aber der Schutzherr der Kaiserin. Merkst du was? So. Habe heute endlich The Order. Oh cool, ich muss The Order auch unbedingt noch spielen, ey. Ich will mir das unbedingt auch nochmal zulegen, weil ich habe das noch nie gespielt. Das gab's für die PlayStation 3 und für den PC, ja, ja. Au! Ah! Ach, das hat direkt die andere auch mitgenommen. Ah! Aber jetzt können wir wenigstens was essen. War hier nicht was zu essen? Ich hab Hunger. Ach, der Apfel war ja hier. So. Jetzt bin ich mal gespannt. So, so, hier liegen also Projektilwerferbolzen haben wir gefunden. Jawohl, Kohle, 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 Kohle. Können wir wenigstens Kohle mitnehmen? Geld. Ich habe Geld gefunden. Jede Menge Geld. Da ist noch was zu essen, aber wir haben volle Gesundheit. Okay. Antidon Platin will ich auch noch machen. Da ist aber dir viel vorgenommen. Hashtag Zielwasser. Ja. Hashtag Zielwasser. So, achso, Prost übrigens, apropos Zielwasser. Und nein, falls sich jetzt viele fragen, nein, ich trinke Wasser aus einer braunen Flasche. So. Ja, wie gesagt, um 22 Uhr geht es hier wieder weiter mit Until Dawn. An den kaiserlichen Schutzherrn.
Seien Sie gegrüßt, Corvo. Oder sollte ich kaiserlicher Schutzherr sagen? Das waren Sie doch, bevor der Titel Ihnen fälschlicherweise genommen wurde. Wir sind Diener des Kaiserreichs und der wahren Kaiserin. Eine Gruppe von Kaisertreuen. Alter, wie viel Mal das Wort Kaiser darin vorkommt, ist ja unfassbar. Die sich sehr gerne mit Ihnen treffen würden. Nehmen Sie diese Waffe für Sie aus den finsteren Materialien der Insel hergestellt und treffen Sie sich mit unserem Mann Samuel in der Nähe des Abflussrohre. Der Abflussrohre, die in den Warhaven führen. Wieso soll ich mich... Ich will es gar nicht wissen. Zögern Sie nicht, viel Glück. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Severus, ich grüße dich. Alter Schwede. Alter Wemser, ich grüße dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hoi. Oh, eine Armbrust. Und ein Schwert. Sehr schön. Armbrust und Schwert. Da kann ja nichts mehr schief gehen. So, was haben wir hier? Eine leere Flasche. Da liegen L1 für Schnellauswahl. Achso. Armbrustbolzen. Ah, Betäubungsbolzen haben wir auch schon. Cool. Na, sehr schön. Wir rauben ihn mal aus. Ausnahmsweise. Heartbreaker, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. So. Schau mich mal um. Da ist schon wieder eine Falle. Okay, Moment. Der war knapp. Der war sehr knapp. Dann werden wir mal eben hier den entschärfen und die Beute nehmen. Sehr schön. So. So, was haben wir denn hier schönes? Essen? Jellys Anteil. Jelly. Für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen. Verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen der Sache erneut zurück. Zahlenkombination. Kombination erforderlich. Sagte was von Whisky, ne? Whisky, Whisky, Whisky. Wo kriegen wir denn jetzt die Zahlenkombination her? Was stand da nochmal auf den... Ach, Moment, jetzt muss ich mal eben schnell schauen, wo das war mit den Notizen. Jellys Anteil. Für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei dem Whisky nach der Antwort suchen, verstanden? Bei dem Whisky nach der Antwort suchen. Das heißt, es muss doch irgendwo einen Hinweis geben beim Whisky. Ah, da. Da ist die Zahlenkombi. Na. Da. 4, 5, 1. Sehr schön. So. 4... 5. 1. Jawohl, sehr schön. Sauber. Können wir da zumachen, dann fällt es nicht so auf. Sauber, sehr schön. Hat doch geklappt. 3-1-1 oder so ähnlich. Dankeschön, im Regal Pika Pikachu. Vielen Dank für den Tipp. Danke. Ah, wie schön, wie toll ihr aber auch aufpasst. Ist ja Wahnsinn. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Was, wir quatschen da? Was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Ach, da. Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Aha. Bastard. Mach möglichst viel Lärm beim Sterben. So, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen... Toter Weihnacht. Da müssen wir jetzt mal schauen.
nicht auf die Flasche fallen. Das wäre ungünstig. Also bitte. Hallo? Wir haben noch keine 22 Uhr und der pinkelt einfach ins Becken. Ich vermute ich auch. Alten Beckenrandpisser. Um zu sterben. Ja, ja. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Ich erledige dich jetzt erstmal, du Drecksack. Entschuldigung. So, du gehst jetzt erstmal eine Runde schwimmen. Ah, nee, warte mal, wenn ich den ertrinke, dann stirbt der ja, ne? Also kann ich die Nummer schon mal nicht bringen. Dann machen wir es einfach so. So, zack. Weil ich glaube, wenn man die ins Wasser werfen tut, ist das richtiges Deutsch? Wenn man die ins Wasser schmeißt, ich glaube, dann ertrinken die. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wenn man muss, dann muss man. Das stimmt, da hast du wohl recht. Oh, ich gehe schwimmen. Ciao. Ich versuche mal hier unter Wasser vielleicht... Was, Abschaum? Wie heißt nochmal deine Schwester? Halt's Maul. Das ist ein toller Name für eine Schwester. Hey, halt's Maul, komm mal wieder. Flex, du bist der Beste. Warum? Was denn? Ich bin nicht der Beste, ist Quatsch. Ich kann gar nicht der Beste sein. Nein, das bin ich nicht. Soll ich es wagen, nur um dahin zu kommen? Weil da gibt es Lebensenergie. Komm, ich wage es einfach mal. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Das war knapp. Und wir haben keinen getötet bisher. Da bin ich sehr gespannt. Achtung, Bürger von Tandor. Der Attentäter Kobo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin da, und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Das stimmt überhaupt nicht. Sein Verbleib sind augenblicklich der Stadtwache zu melden. Das stimmt überhaupt nicht. Hey, Samuel. Ja, ich bin schon da. Ich bin ein Freund. Ja, ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Okay. Ja, na gut, dann los, Mann. Jawohl, Ziel abgeschlossen. Jawohl, entehrt. Gegner eliminiert 0, Zivilisten eliminiert 0, Alarme ausgelöst 0. Jawohl, Chaosfaktor niedrig, alter Schwede. So, wir haben keine Runen gefunden, keine Knochenartefakte, Outsider, Schreine gefunden, aber auch keine, weil es die nicht gab. Genau wie die Gemälde von Sokolov haben wir auch keine gefunden. Aber wir haben nur 543 Münzen von 1010 Münzen gefunden. Naja, aber besser 500 als wie gar keine. Aber ich finde es gut, dass wir keinen... Und Sonderaktion, wir haben Jellys Tresor sogar geöffnet. Alter Schwede, das ist ja der Hammer. So, für dich auf YouTube eine kleine Folgenpause, dann geht's gleich weiter.